Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade allein zu Hause und bei der Gelegenheit dachte ich, mache ich mal ein kurzes Gameplay, weil bekanntlicherweise ist mein Lieblingsspiel The Last of Us Part 1 und das Remake hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Ganze mal auf der Next-Gen PS5 Grafik spielen zu können und passend dazu, obwohl das Spiel das eigentlich gar nicht nötig gehabt hätte, aber wenn ich das jetzt so sehe, sehr froh bin, dass sie es gemacht haben. The Last of Us Part 2 hat einen Remaster bekommen und da bin ich auch schon fleißig am Spielen. Es gibt sogar einen neuen Modus, neue Extras und so und das finde ich richtig cool. Also das hat mir wirklich so das Wochenende gerettet und ich würde sagen, ich zeige da mal ein bisschen was von und bevor ich das aber mache, geht's erstmal los mit dem Vlog. So, schon sind wir drin und direkt Action. Boah, der war so in seiner in seinem Kopf eigentlich drin. Ich finde den zweiten Part, auch wenn er viel Hate bekommen hat, es ist wie ein Film. Also ich habe da richtig, richtig Spaß mit dem Teil. Also ich finde es richtig cool, dass sie das remastert haben. Weil irgendwie finde ich, es fühlt sich auch unclean an, so wenn da PS4 bei der PS5 drauf steht. Also dass sie das nochmal auf Next Gen gebracht haben, wirklich super. Boah. Tut mir leid, dass ich so wenig dazu sagen kann gerade, aber ich versuche mal nur auf die Leute zu zielen, die Pferde haben ja nichts getan. Oh, mein Aim ist so kacke. Aber immerhin hat man hier im Auto unbegrenzte Munition. Boah. Also auch, dass man das alles im Controller merkt, das ist so, so geil. Wie man sieht, wir spielen gerade Abby. Ich habe gerade die 3 Seattle-Tage mit Ellie durch. Ich spiele das alles ganz ruhig und gucke mir alles an, sammle alles ein und lass mir da Zeit, weil das Spiel hat das verdient, dass man es mit Respekt spielt. Also alle beide Teile, also die gefallen mir super. Und auch Abby finde ich inzwischen ganz cool. Also ich hatte damals richtigen Hass auf sie. Wer die Story gespielt hat, weiß warum. Aber man versteht ja ihr Motiv inzwischen. So. Wo sind die Scars? Ja, das finde ich auch cool. Ich glaube, dieses Ding hier stand DLC von The Last of Us Part 1, The Left Behind, auch in so einem Shop rum. Also, wenn man wirklich darauf achtet, man erkennt so viel versteckte Details wieder. Und Stefan spielt's auch, ist noch nicht so weit wie ich gerade. Auch wenn ich nicht wirklich weit bin. Oh, scheint so, als wären jetzt Infizierte hier. Die mucksen wir noch ab und dann würde ich sagen, geht's weiter mit Real-Life-Content. Da hinten ist einer. Eigentlich voll riskant hier, weil Ellie schiebt ja mal ein Messer rein und sie nimmt hier den so einen Schwitzkasten. Da kann man doch voll easy gebissen werden. Aber naja. Ich find's auch cool, dass man in dem Part hier die Klicker von hinten greifen kann. Das konnte man ja im ersten Part nicht. Zack, zack. Ich glaube, einer ist da hinten noch und dann war's das auch. Ja, da ist noch einer. Den machen wir auch noch eben fertig. Welche Richtung guckt er? Dass sie das Licht nicht sehen. Ja, und dann würde ich sagen, nicht genug gezockt für heute, aber genug gezockt im Video. Und ich nehme mir jetzt Ruhe und Zeit und spiele das alles ganz sauber
mit viel erkunden und so. Also ich möchte alles sehen. Und ja, ich würde sagen, weiter geht's mit dem Video, mit dem Vlog. Ja, das ist natürlich der Nachteil, wenn man mit sommerlichen Turnschuhen im Winter unterwegs ist. Du, ich habe Stiefel an, das ist nicht viel besser, weil das ist hier so vereist. Ja, wie gesagt, gegen Eis kann man nichts machen. Nee, aber wie man hört, wird es ja bald wieder ein bisschen wärmer. Dann können wir uns wieder ein bisschen sicherer bewegen. Simone? Ich gehe jetzt auf der Straße. Wenn die das nicht schaffen, hier den Weg frei zu kriegen, habe ich keinen Bock, mich hier hinzulegen. Ja gut, das kann man machen. So, wir sind auf dem Weg. Mit 50 muss ich vorsichtig sein und auf meine alten Knochen aufpassen. Das stimmt. Da ist die Reaktion auch nicht mehr so schnell, wenn ich ins Straucheln komme. Ja, Johnny, der hat jetzt gewählt, dass er heute nicht mit uns zum Essen kommt. Wir haben uns ein neues Spiel gekauft. The Last of Us Teil 2 in der remasterten Version. Wir haben das Spiel für 10 Euro bekommen jetzt, weil wir schon die PS4-Version davon hatten. Hier ist es ein kleiner Nachteil. Wir haben das Spiel damals gekauft als Disc-Version. Jetzt muss immer der spielt, natürlich diese Spiele-Disc in seiner PlayStation drin haben. Und ja, so können wir dann. Kann ich so gerade jetzt nicht spielen, wie ich möchte, vielleicht. Ach, deswegen gehen wir jetzt zusammen weg, oder was? Nein, aber da. Wenn du nichts Besseres vorhast. Ja, das auch. Aber darum ist natürlich auch Johnny jetzt mit ihm dabei, weil er so gespannt ist. Er liebt das Spiel ja so sehr. Ich habe es ja auch gestern mal angespielt und mir ist wieder eingefallen. Es ist so gruselig, es ist so unheimlich und spannend. Das ist gar nicht gut. Aber so, jetzt gucken wir einfach, wo wir was zum Essen finden. Bei unserem sonntaglichen Ritual. Genau, wo es schön warm ist. Das ist nämlich ein eisiger Wind, der hier weht. Mir ist kalt. Ja, passt da hier zur Straße. Achtung, Glatteis wieder. So, schon sind wir an der Schlachte angekommen. Da, wo wir vielleicht fündig werden, was wir heute essen. Tut mir immer ein bisschen leid, wenn ich hier am Feldmanns vorbeigehe. Wo wir ja im letzten Jahr sehr, sehr oft waren und im Jahr davor, glaube ich, auch. Also das war ja sowas wie ein Stammlokal. Mhm. Aber wir haben es erstmal jetzt auf unserer Liste nach unten gesetzt, wegen des Bierpreises. Ja, und die Speisekarte hat sich so ein bisschen geändert. Eigentlich mag ich sowas ja, wenn da mal was, na, nicht frischer Wind reinkommt, aber spricht mich im ersten Moment nicht ganz so an. Und vielleicht ist die Zeit jetzt gerade mal, ja, was anderes öfter auszuprobieren. Aber mit Sicherheit, denke ich mal, auch im Sommer oder im Frühling werden wir natürlich wieder ins Feldmanns gehen. Das, ja, denke ich schon. Aber mir ist auch immer so, wenn ich zum Essen gehe, dann gehört für mich ein, ja, köstliches Bier dazu. Und die Bierpreise hier in Bremen sind ohnehin schon sehr, sehr hoch, vor allem hier an der Schlachte. Da ist ein Bierpreis von für einen halben Liter von 5,90 Euro schon normal. Und man hat jetzt die Preise im Feldmann zumindest so erhöht, dass ein Hakebeck der halbe Liter 6,37 Euro kosten würde. Und das haben wir ja schon mal in einem Video mal an dem Tag, wo wir es dann festgestellt haben oder feststellen mussten, schon mal erwähnt. Das mach ich nicht, ja, mit. Zumindest so lange nicht, bis man das mitmachen muss vielleicht. Darum gehen wir ins gute alte Paulaners. Das ist Bier noch billig. Naja, billig nicht, aber günstiger würde ich sagen. Ne? Also fahrt mal nach Köln, nach Bayern. Naja, nach München, da sind die Bierpreise nicht so extrem hoch. Das verstehe ich halt nicht. Zur Feier des Tages habe ich mir gerade Aperol Spritz bestellt und ich habe Stefan ziemlich überrumpelt damit, weil er gar nicht wusste, Feier des Tages, was ist heute für ein Tag? Ja, also es hat ein bisschen gedauert, bis der Groschen bei ihm gefallen ist. Soll ich es verraten? Wir haben heute Hochzeitstag, den 16. Und den habe ich bisher jedes Mal vergessen. Es ist ja auch so, wenn man weiß, wie wir geheiratet haben, war es nicht so ein besonderer Tag. Oder wie soll man das jetzt ausdrücken?
Nö, es war so, wie es uns gefallen hat. Wir sind einfach nur mit unseren Eltern essen gegangen und das war's. Also keine schicken Klamotten und ja, also gut, du hattest, glaube ich, ein schwarzes Hemd an. Das sagt auch schon alles. Ja, ja, immerhin. Also. Ich war auch ganz in schwarz. Ja, also es ist schon lustig. Das ist so typisch wir, würde ich sagen. Und ne? Ja, und beim Standesamt, wo wir geheiratet haben, wer war da alles mit uns mitgekommen? John, sozusagen, schon in meinem Bauch. Sonst war niemand dabei. So, und darum habe ich auch diesen Tag bisher 16 Mal vergessen. Ja, also ich finde es jedes Jahr wieder lustig. Prost. Dann mal trotzdem Prost. Kaltes Wetter, da habe ich mal was richtig Herzhaftes hier. Eine leckere Bratenpfanne mit, was war das noch? Roulade mit Haxe, mit Schweinebraten, Rotkohlknödel. Ja, alles was im Winter neben Grünkohl auch gut schmeckt. Ja, und ich habe mir zur Feier des Tages heute zum Hochzeitstag das Männersteak oder Herrensteak bestellt, heißt das. Ich liebe ja Steak und es sieht sehr lecker aus und ich freue mich, dass wir heute diesen Hochzeitstag so schön feiern können. Ja, wo ich auch immer Spaß dran habe, ich weiß, man muss ein bisschen suchen, da findet man so Notizen, aber diese Safe zu knacken, kann man auch ohne die Notizen, indem man einfach ganz genau hinhört. Ich muss noch eine Ziffer finden. Weil wenn es ein ganz bestimmtes Geräusch macht, oh, das hört man gar nicht, wenn man redet, ich muss kurz leise sein, dann hört man halt, dass das die richtige Kombination ist. Und dann merkt man auch im Controller tatsächlich hier besser. Langsam muss die Kombination mal kommen. Man kann natürlich sich's noch einfacher machen und einfach im Internet googeln, aber dann fühle ich mich wie ein Cheater. Ja, das ist er. Sehr schön. Ja, würde sagen, hat sich gelohnt. So, Simone, Glückwunsch. Wozu? Hast du ja schön auflaufen lassen mit dem Hochzeitstag, nicht? Ach so. Aber du hättest mir auch herzliches Beileid wünschen können, aber das wünschen mir bestimmt ganz viele Zuschauer in den Kommentaren. Herzliches Beileid. Wofür? Weil sie für die 16 Jahre, es sind ja nur 16 Jahre deines Lebens. Nein. Die ich dir geschenkt habe. Ehe, das sind ja nochmal 16 Jahre drauf, hä? Wo wir zusammen waren, bevor wir geheiratet haben. 16? Also wie jetzt genau? Naja, wie lange sind wir zusammen? 34 Jahre, glaube ich. Also, das ist schon, schreibt mal bitte herzliches Beileid, Simone. Oder Stefan. Oder ja, alle genau. Beide. Stimmt mal ab. Wer hat's hier schwerer mit dem anderen? Ach, das ergänzt sich. Und naja, wie auch immer, oder? Ich sag jetzt lieber nichts. Besser ist es. Für dich. So, es geht mal wieder ein bisschen ums Kochen. Diesmal wird es aber nicht so schwierig, glaube ich. Denn heute wollen wir mal eine typische norddeutsche Spezialität zubereiten. Und zwar das gute alte Hausmacherknipp. Und so sieht's aus. Ja, und was ist es? Ich würde sagen, das ist nicht nur norddeutsch, es ist eigentlich so Bremen regional spezifisch bekannt irgendwie. Ich glaube, in Hamburg kennt man es auch nicht so unbedingt. Also ich habe es gelesen auch, dass es also ja, typisch bremisch ist. Und das ist eine Grützwurst, ähnlich der Pinkelwurst. Hafergrütze, Schweinefleisch, Speck, Zwiebeln, Gewürze. Ja, also alles, was man in der kalten Jahreszeit gut essen kann und was schön wärmt. Besonders sieht das Ganze ja noch nicht aus, ne?
dafür wird es auch besonders gut schmecken, auf jeden Fall. So, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt diese Wurst in ein paar Teile zerteilen. Die Pfanne wird bereits vorgeheizt, denn das Ganze wird in der Pfanne gleich gebraten. Und dann war es das auch fast schon. Und ich kann nur sagen, es riecht nicht nur lecker, es schmeckt auch lecker. Stimmt. Also auch im kalten Zustand riecht es schon sehr köstlich. In die Pfanne nicht tun, weil das backt nicht an. Da ist so viel Fett schon drin, was wir rausbraten werden. Ja, und ganz einfach. Und damit das nicht zu fettlastig wird, haben wir die Variante mit Schwarzbrot, dass wir es auf Schwarzbrot essen werden und nicht mit Bratkartoffeln, die ja nochmal wieder fetthaltig sind. Und es geht auch schneller irgendwie, wenn wir jetzt nicht noch extra Bratkartoffeln machen müssen. Bei dem Essen empfiehlt, nicht alte Klamotten anzuhaben, aber Klamotten anzuhaben, die man am nächsten Tag nicht mehr anziehen möchte, weil das zieht wirklich hier in die Klamotten. Das ist fast wie bei Kartoffelpuffer ausbacken. Das riecht dann auch so extrem. Dann haben wir auch unsere Absaugung hier schon mal angemacht, damit die ganze Wohnung danach duftet. Obwohl es natürlich sehr lecker riecht, wie gesagt. Mhm, schön herzhaft. Im Restaurant wird das schön in Scheiben aufgebraten. Das funktioniert bei mir nicht. Das geht auch gleich alles auseinander. Ich versuche das auch kross anzubraten, aber nicht in Scheiben, sondern ja, in einer Masse in der Pfanne. Sieht schon mal sehr lecker aus. Findest du wirklich? Finde ich jetzt noch nicht. Warum filmst du mich die ganze Zeit? Was soll ich denn machen? Weil du gemütlich. Ja, das ist das. Das ist nichts, wofür wir drei uns entschieden haben. Das ist mehr so euer Ding. Kann ja nicht sein, dass einer immer dabei steht und zuguckt. Beziehungsweise zwei stehen hierbei und gucken zu. Aber dich schnappe ich mir jetzt mal. Du kannst mal jedem zwei Scheiben Brot auf den Teller schon mal geben. Eher euch, weil ja, Schwarzbrot ist wohl so ziemlich das Ekelhafteste, was es gibt. Immerhin hast du ja schon das Knipp zerschnitten. Ne? Also von wegen nur rumstehen, das kann man ja noch nicht gerade sagen. Starker Mann gesucht noch, um das Apfelmus noch aufzumachen. Gelingt mir nämlich nicht immer, genau wie die Rotkohlgläser. John, kannst du das mal aufmachen, bitte? Danke. Oh. Kalte Hände. Ja, kalte Hände. Im Winter mit T-Shirt rumläuft, kann man erstmal kalte Hände hat. Mal gucken, ob du auch. Ich habe nämlich keine kalten Hände. Oh, Junge! So. Ah! Oh nee! Auf! Au! Aber wie? So, das Bild verwackelt, Simone. Du hast mir meine Tüte hier schmutzig gemacht. Die war schon schmutzig vorher. Nicht mit dem Handtuch und nicht da durchlaufen mit den Socken. Nicht mit dem Handtuch, nimm einen Lappen bitte. Und zwar jetzt. Wofür? Um das Gurkenwasser aufzuwischen. Ich denke hier alle, hier hat jemand ein Kind gekriegt. Mit einem nassen Lappen geht es natürlich noch besser als mit einem trockenen. Mit einem nassen Lappen kann man keine Flüssigkeit aufnehmen. Doch, kann man auch. So, aber man sieht, es wird schon krosser hier, ne? Wer das mag, kann hier noch diese Cornichons dazu essen. Möchte ich heute nicht, schmecken aber auch ganz gut dazu. So. Schön knusprig. Herzhaft. Lecker. Sehr gut.
Ja, also ich kenne das eigentlich von zu Hause immer nur mit Bratkartoffeln. Und als ich bei der Arbeit, als wir da mal was gegessen haben, da hat einer das mal für uns gekocht mit Schwarzbrot. Und seitdem liebe ich das mit Schwarzbrot. Das ist einfach völlig genial, der Geschmack. Und ich bin ganz erstaunt, dass es eigentlich in der Regel, ich glaube, noch mehr so gegessen wird als mit Bratkartoffeln. Also oder zumindest genau gleich viel. Ja, so, wie isst du das, Johnny? Ja, normalerweise gar nicht. Und deshalb habe ich es jetzt mit ja, mindestens genauso viel Apfelmus. Und ich finde, ein bisschen sieht das so aus wie die Mutantenrüstung von The Forest, das hier. Wir wünschen trotzdem guten Appetit. So, und wie beim letzten Mal gucken wir uns wieder ein paar alte Clips an. Diesmal nicht aus dem Jahr 2015, sondern 2016. Dasselbe Jahr, in dem wir auch angefangen haben, YouTube zu machen. Allerdings sind das auch alles unabhängige Clips. Und ich glaube, die meisten werden wohl auch aus einer Zeit sein, wo wir noch gar kein YouTube gemacht haben, weil wir ja erst, ich glaube, Ende des Jahres angefangen haben, das erste Video zu machen. Also ich bin sehr gespannt, was Stefan diesmal wieder rausgesucht hat, was man selber lange schon nicht gesehen hat, ne? Ja, dann fangen wir doch mal an. Ja, und es fängt mal wieder an mit Schnee. Scheint doch nicht so selten gewesen zu sein in Bremen, dass mal Schnee fällt, weil schon wieder so hoch ist. Und ich glaube, hier ist der Winter schon wieder zu Ende. Ich sehe schon, es werden wieder überwiegend Clips von mir nur sein. Ja, das ist natürlich so. Okay, meine Haare sind jetzt auch gerade nicht besser. Ich gehe morgen zum Friseur. Aber... Ja, du hast schon mal gehabt. Also wirklich. Du siehst das nicht, weil du eine Mutter bist. Ich weiß. Aber ich sag dir so, also, dass ich nicht kopfüber ins Klo gesteckt wurde, war auch ein Wunder. So, und hier ist schon eine ganz andere Frisur. Noch schlimmer. Ja, die hast du dir ja selber ausgesucht, die Frisur. So. Das wolltest du ja so haben damals. Aber ich finde ja immer so, man muss auch mal, auch wenn man in der Stadt wohnt, auf einen Baum gestiegen sein. Das hat John hier zum Glück bei uns im Garten machen können. Und, der hat sich gut angeboten, der Baum. Ja. Also. Und falls man so eine Stimme da hört, das ist nicht John. Das ist ein Nachbarsjunge gewesen. Mhm. Aber man sieht zu der Zeit, genau, die Minions waren sehr angesagt. Das weiß ich auch nicht. Ja, schön. So, das ist hoch genug. Oh. Ja, und das war Johns erster Besuch im Weserstadion. Und einziger. Ich weiß gar nicht genau... Ich glaube, die Karten hattet ihr gewonnen. Ja, ich glaube. Die haben Kino oder irgendwo hattet ihr die Karten. Hat sogar gewonnen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, war es gegen Hertha? Ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich glaube, gegen Berlin. Ich glaube, ne? Schon toll, wenn man die Stimmung jetzt so sieht und volles Stadion. Kriege ich auch mal wieder Lust, aber... Und die Hymne ist ja aus der Zeit, wo Bremen mal Meister geworden ist. Erfolgreich war, genau. Ach toll. Das Trikot von dir haben wir immer noch, ne John? Das bewahren wir auf. Ja. So. Oha. Rollerblade. Das ist aber Stefan und nicht John. Das bin ich. John fährt Skateboard. Ach, siehst du, jetzt ist Stefan auch mal zu sehen. Ja, wie gesagt, vom Jahr 2016 haben wir komischerweise nicht so viele Handyaufnahmen. Nein, warte. John liest. Alles so, wie ich es dir gesagt habe. Schon schrieb, hoffentlich geht es dir gut. Ja, liest du doch gut. Ja. Mit Betonung. Du siehst das nicht. Aber ich weiß, nur die Eltern finden das vielleicht cool. Haben wir oft gelesen, das Buch fanden wir so toll von Jana Starr. So, und hier haben wir mal so einen Straßenkünstler in Bremen beauftragt. Beauftragt? Ja, natürlich. Der saß am Bahnhof. Ja, aber man hat ihn ja dafür bezahlt, ja. Ne? Und das Bild hing, glaube ich, auch lange in deinem Zimmer. Ich kann mich noch erinnern. Ja, noch kann man das auch gar nicht deuten, dass du das sein sollst. Das hat man auch danach nicht so gut erkannt. Ja. Wir sind jetzt im Heidepark. Wir haben schon viel Schönes gemacht. Ja, und jetzt wollen wir eine kleine Kühlung machen. Eine Wasserfahrt. Und es ist sehr gemütlich. Wir haben einen Wagen für uns zwei, also ich und Stefan. War alles nachgesprochen. Hey, auf jeden Fall, glaube ich, ist das unser erster Heideparkbesuch, denke ich mal, den wir zusammen gemacht haben. Das kann gut sein. War also im Jahr 2016. Und das war schon ja noch so klein, dass er gar nicht alles fahren durfte. Überdramatisiert hat, wie man hört. Ja. Das war für dich noch aufregend, denke ich mal. Nee.
Ja, für dich ist das Verhältnis ja auch ganz anders. Du bist viel kleiner als Stefan, du sitzt da ganz anders drin. Ich sag doch, ich überdramatisiere. Na gut, okay. Auf jeden Fall sind das gute Erinnerungen, muss ich mal sagen. Wird denn noch einer nochmal richtig nass? Gerne, Stefan. Oh, hier ist sogar der eine Wasserfall kaputt. Auf der rechten Seite. Mhm. Aber tolles Wetter, ne? Da macht es ein bisschen auch Spaß. Na, das stimmt. Da hätten wir Boot sitzen, so ein Stofftier. Ja, haben sie vielleicht gewonnen, so ein Hund. Ah. So. Ach. Aber du bist ja eben nicht nass geworden, John. Gleich wirst du es. Wer es nicht weiß, das ist hier die Krake, die Achterbahn. Und wenn die durchs Wasser fährt, kommt bei günstigem Wind oder bei ungünstigem Wind eine riesige Wasserwelle auf die, die da stehen, wo John jetzt gerade steht. John ist da, der kleine im blauen Pullover da, T-Shirt. Er kommt gleich. Du hast auch nicht mitgerechnet, dass du so nass werden wirst, oder? Ich habe ja fünfmal noch auf angeguckt, sonst hätte ich mich da ja nicht hingestellt. Ach super, aber hat dir gefallen. Ja. So nass bin ich doch gar nicht. Ah, der Rücken aber. So, und das sind hier Das war im Urlaub. Im Urlaub, auf Fuerteventura war das, glaube ich. Und da hat John nämlich schwimmen gelernt. Er hat das vorher schon mal in so einem sehr spät gelernt tatsächlich. Ja, weil wir haben so einen Kurs gemacht hier in Bremen. Mhm. Aber dann hast du es geschafft auf Fuerteventura. Du siehst so abgefuckt aus. Wieso abgefuckt? Konzentriert. Ja, du siehst richtig so. Scheiß Urlaub. Nee, diesmal hat es nur für Fuerteventura gereicht. Findest du? Sieht eine Schaumkrone auf dem Bier. Das so. Liegt daran, weil es vielleicht so kalt ist. So, hier sind wir dann in Bad Segeberg. Bei den Karl-May-Spielen. Ob es das erste Mal war, nee, ich weiß Simone gar nicht genau. War ich war dabei. Genau, ich war Ach, stimmt. Jetzt schon dabei. Aber vielleicht ist das erste Mal mit Simone. Das ist ein Blunk. So, und da habt ihr so einen Ring, der seine Farbe wechselt. Je nach Temperatur. Ja, stimmt. Gut gelaunt. Ich bin gut gelaunt. Gut gelaunt. Ja, guck mal weg. Was hast du jetzt? Ich muss es sehen. Ich muss es wieder mal. Jetzt hast du blau-grün. Wo habt ihr den Ring überhaupt her? Das weiß ich nicht. Der war da bei Winnetou, da kannst du kaufen. Ach so. Ach so. Da war auch so ein Muster drauf. So, Schulaufgaben in der Sonne. Was kann es Schöneres geben? Ja, dafür ist ein Heidepark gleich dabei. Ja. Das muntert ein bisschen auf. Guck mal, die Topflappen, die waren gerade erst in Gebrauch hier, vorhin zum Abendbrot. Die haben wir also immer noch, nach so vielen Jahren. Das ist gute Pflege. Ach, das war auch cool. Nein, bitte nicht. Das hat Spaß gemacht. Und war kälter als gedacht, wie man sieht. Kaltes Wasser, natürlich. Ja. Ja, das war auch toll. Wie heißen nochmal die Dinger? Hoverboard. Hoverboard, genau. Das war super. Ich habe es ja auch probiert an dem Tag, aber ich habe das überhaupt nicht so hinbekommen wie John. Immerhin. Ja, super. Wo mache ich so mit dem Dings? Weil das T-Shirt war aber cool, das weiß ich noch. Hat so viel Stoff gehabt. Und hier sind wir in Hannover. Da hat John sein erstes Konzert besucht, von überhaupt was an Konzerten angeht. Das war Schiller. Und davor sind wir noch hier auf so einem Rummelplatz gewesen, der da ganz in der Nähe von der Halle war. Und da haben wir dann so eine Wasserfahrt gemacht hier. Warum guckst du so aus? Naja, man muss sich das Handy halten. Und ich hatte damals. Ja, sieht ein bisschen lustig aus, aber ich könnte es auch nicht besser. Hä, hey, warum diese Kamera fahren so? Damit jeder mal mit drauf ist. Dann gucken sie die ganze Zeit gleich rein, wie bei so einem Selfie. Auf jeden Fall war ich da nicht mit, das weiß ich. Da wart ihr alleine unterwegs. Das war ja das Gute. Ja, nicht? Für alle Beteiligten. Ja. Mutti hat mal wieder gearbeitet und war nicht mit. Ich glaube nicht, dass es daran lag. Ich glaube schon. Nein. Ja. Ah ja, und das sind die Szenen aus dem... Was ist das denn da für eine? Ja, da ist Stimmung. Ihr fühlt die Musik. Mach ich auch. Also herrliche Musik, muss ich sagen. Schiller. Das ist Musik, die ich echt liebe. Aber am Platz habt ihr nicht so doll gehabt, wie man da so... Wir haben die Karte vom Künstler geschenkt bekommen, da meckert man nicht rum. Der Stefan hat Connections. Ja, das wusste ich nicht. Außerdem ist das ein guter Platz. Ja.
international ist, würde ich keine Karte bekommen. Wir sind gerade im Heidepark angekommen, aber jetzt haben wir noch 30 Minuten, also eine halbe Stunde Wartezeit hier. Und ja, ich filme gleich nochmal für euch, wenn das Tor auf. Ah, ne, das ist für meinen alten YouTube-Kanal. Genau, das sind. Ein paar Sachen ausprobieren. Also, ich war hier schon mal und es ist ziemlich cool hier. Also, muss man sagen. Da hatte John noch seinen eigenen YouTube-Kanal. Das war noch, der ist älter als unser jetziger. Das war noch bevor wir online gemacht haben. Der Infomann, den gibt es leider auch nicht mehr seit Corona. Das war auch immer toll, ne? Das war eine prima Sache immer. Ein bisschen Stimmung davor. Ja. Momo gibt es ja auch nicht mehr so. Der sieht ja auch anders aus jetzt. Ja, ja? Ich eben auch, war ich mir auch nicht sicher. Ja, die ist doch irgendwie auch getan. So, alles nur, damit die Tür aufgeht. Ach, und das, eine Tür. Ja, ich wollte sagen, das Tor ist auch anders jetzt, ne? Das ist immer offen. Das ist jetzt einfach offen. Und ach so, da ist so ein scheiß Rolltor hinter. Ja, das war früher schon ein bisschen besser mit dem. Früher war alles mit dem Countdown. Ah. So. Und früher. Oh. Ja. Na, haben wir uns ein bisschen verkühlt oder was? Nee. Ach, super. Ja, seltene Aufnahmen. Heute ist sowas nicht mehr möglich, dass man das filmen kann. Das war im Jahr 2016 kein Problem. Das typische Geräusch, dieses Knattern hier von der Bobbahn, ne? Und ey, kurz, Stefan, super. Es sind noch viele Ansagen von mir da drin jetzt. Nein. Also ist nicht das ganze Heidepark-Video drin zum Beispiel. Nein, natürlich nicht. Gut. Das wäre zu peinlich. Du hast das doch früher ganz gut gemacht, muss ich mal sagen. Wie gesagt, als Eltern mag man es nicht. Ja. Das war's gleich, glaub ich. Ich hab das mal in mir reingenommen, weil es ja heute nicht mehr möglich ist, das zu filmen. Und ich muss sagen, diese Bobbahn, die gefällt mir heute noch gut. Also das macht immer wieder Spaß. Und die ist auch ganz schön schnell, muss ich mal sagen. Tempo drauf. Ich schreie rum. Ja, John gefällt's auch. Nein, du warst damals ja, wie alt warst du denn damals denn? 8 Jahre alt. Was haben wir jetzt noch? Das sieht aus wie Breakdancer oder das sowas. Das ist Breakdancer, genau. Was meinst du mit meiner Hand? Das könnte ich überhaupt nicht fahren. Naja, diese Fahrgeschäfte, ich glaube, gibt es das überhaupt noch im Heidepark, dieses Fahrgeschäft? Ja. Aber das ist ja natürlich auch, leider muss ich sagen, es ist so gebremst. Wenn man das auf dem Freimarkt fährt, ist das 5-mal so schlimm, glaube ich. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wer schlimmer guckt, du oder ich. In meinem Video sag ich immer nicht Fuck. Fuck? Ich hab Fuck gesagt. Ja. Hast du gesagt, in deinem Video sagt man das nicht. Ach, habt ihr auch einen tollen Tag erwischt vom Wetter, ne? Ja. Warum singe ich? Ja, John, so warst du früher. Nein, ich möchte jetzt darüber sprechen, damit man das nicht hört. Das ist echt miese peinlich. Und ich möchte morgen nicht zur Schule gehen, ne? Deswegen. Das sind Kinderaufnahmen. Oh, Junge. Ach, die Pizza. Die haben wir auch oft und gerne gegessen da, ne? Stimmt. Ja, und damals hast du noch den Scream, diesen Freefall Tower, von außen betrachtet. Mhm. Wahrscheinlich, weil du noch nicht 10 warst. Oder sicherlich aus dem Grund. Und ich glaube, so wie du guckst. Respekt ist da. Hat dich das ziemlich beeindruckt. Ja, er hat sich lange vor dir getraut, da reinzugehen. Das stimmt. Ja, wie hieß die noch? Big Loop? Big Loop, so heißt sie immer, genau. Mhm. Die durfte schon fahren. Ich weiß noch, an dem ersten Tag, wo wir da waren, die Jacke übrigens fand ich auch voll cool, die hat so einen geilen Stoff. Als es erste Mal da war, da bin ich die ganze Zeit gefahren und dann war ich gerade im Rafting und es ist eine ziemlich coole Fahrt, glaube ich. Oder besser gesagt, ich weiß es schon. Ich war hier schon mal und ja, der Heidepark ist ziemlich gut, wie man sieht. Also es lohnt sich die ganze Warterei auch. Also wenn lange Schlangen sind, aber es trotzdem was Gutes ist, dann würde ich euch lieber empfehlen. Also, ich würde mal sagen, es gibt bis 30 bis 20 Minuten mal bei einer Sache, die gut ist, wenn man mal welche paar mehr Leute da spielen. Und ja, wir genießen mal hier die Fahrt. Was ich sagen wollte mit Big Loop, da bin ich gefahren, bis da irgendwer drin gekotzt hat und dann konnte ich nicht mehr fahren, weil ich sauber machen musste. Achso, naja. So, jetzt haben wir mal beide Wasserfälle hier, auf beiden Seiten. Das ist überdramatisiert wieder. Man muss ein bisschen Action machen für die Kamera. Hast du damals schon was gut rausgehabt?
So, das gibt's ja nun nicht mehr. Ich sitze da übrigens ganz rechts drin. Ach, da sehe ich dich, genau. Wie heißt das? Ist das Topspin oder wie heißt das nochmal? Gibt's nicht mehr. Nee, gibt's nicht mehr. Nee, aber da hat John dich dann ja gefilmt, ja, ne? Das war ja... Ach, cool. Das war mal ein schönes Ding, muss ich mal sagen. Zweimal. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht ist irgendwas schiefgelaufen, vielleicht beim Zusammenschnitt. Kann natürlich sein, oder ist das eine andere Aufnahme? Nee, ich glaube, die Aufnahme ist anders. Aber es ist ungewohnt, das ohne Musik zu hören. Ich kenne diese Sachen eigentlich ja nur immer vom Freimarkt und da ist ja immer Musik dabei. Das ist jetzt ungewohnt. Ja, das stimmt. Wenn die lauten Maschinenlärm das Getöse hört. Und noch ein Fahrgeschäft. Das haben wir letztes Jahr auch, ja auch schon gehabt. Also das habe ich mal beim Peace gehabt, ja. Im letzten Video. Da bist du es ja auch schon gefahren. Ja, es war halt so, dass John nicht alles mitmachen konnte. Also Colossus ging natürlich nicht. Das war geschlossen zu dem Zeitpunkt. Kann auch sein, dass es geschlossen war. Die haben irgendwas gebaut. Ach stimmt, das war noch gar nicht wieder eröffnet. Mutig gewesen wärst, glaube ich, für so vieles, aber allein von der Größe. So, und dann nochmal ein Video zu Weihnachten hier. Ach so, oh, ja, diese. Ja. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unser kurzer Blick ins Jahr 2016. Also mir hat's gefallen, hast du wieder tolle Sachen ausgesucht. Ja, und wenn es gefällt, ja, gibt's natürlich wieder verdächtig viel von mir. Ja, ja, das stimmt. Simone war gar nicht zu sehen. Doch, fast. Ich war in Bad Segeberg zu sehen, ja, mit einem furchtbaren Nagellack. Also. Ja, und der Haarschnitt, was damit? Ja, ja, Sachen passieren, du. Ja. Ja, und ich würde mal sagen, das Video ist damit zu Ende. Ja, Simone, kannst du das bitte übernehmen, weil ich habe im Kühlschrank eine Cola gesehen, die ich mir jetzt holen möchte. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, wovon wir nicht stark ausgehen, was wir aber sehr hoffen wollen, ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, schreibt einen netten Kommentar, den wir gerne lesen und beantworten und ja, wenn ihr uns abonnieren würdet, wäre das auch sehr hilfreich und würde uns sehr freuen. Also, dann und sehen wir uns auch beim nächsten Mal genau, wieder, ne? Genau, dann bis zum nächsten Mal. Bist du auch dabei dann? Natürlich. Gut, ciao, ciao. Tschüss.